Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntnis-Kanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. Wir sind immer noch bei der Sternzeichen-Serie, doch nun kommen wir zu der Waage. Es gibt zu jedem Sternzeichen 5 kurze Videos zu den verschiedensten Themen und ich empfehle dir, schau dir alle dazu an, um das jeweilige Sternzeichen so gut wie möglich zu verstehen. Die Waage. Wir beginnen mit 3 einfachen Techniken, die, wenn du sie dir merkst, künftig anwenden kannst, um selbst leicht und schnell etwas über das jeweilige Sternzeichen herauszufinden. Die erste Technik behandelt die weiblichen und die männlichen Sternzeichen. Das bedeutet, die Waage ist am 7. Platz, sie ist das 7. Zeichen, ist somit eine ungerade Zahl und die ungeraden Zahlen besitzen die männlichen Attribute. Das bedeutet extrovertiert, agierend, nicht abwartend, nein, agierend, den Anfang setzen, auf Handlung orientiert. Also alle männlichen Attribute werden auch einer Waage-Persönlichkeit zugeordnet. Die zweite Technik, hier geht es um die Elemente. Und die Waage gehört zum Luftelement. Das Luftelement zeigt schon mal an, dass sich bei der Waage vieles im Kopf abspielt. Das heißt, sie ist ja ein Ideenmensch, ein Mensch, der viele Vorstellungen haben kann. Also eher ein Luftikus sozusagen. Die dritte Methode ist, dass wir das Bewegungsnaturell anschauen. Das Bewegungsnaturell der Waage ist beweglich. Das bedeutet, die Waage ist nicht fix und beständig, so wie die fixen Zeichen, sondern eher ein bewegliches Zeichen, ja, wo viele Wechsel, Umbrüche etc. angezeigt sind. Wenn du jetzt wissen willst, ob die Waage in deinem Horoskop eine dominante Rolle spielt, dann klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Du wirst auf ein Formular weitergeleitet, wo du mir deine Geburtsdaten eintippst und ich lasse dich dann gratis wissen, ob die Waage bei dir dominant ist. Du musst wissen, in der indischen Astrologie spielt das Sternzeichen, was wir hier so kennen, sprich die Sonne in der Waage, gar keine so wichtige Rolle. Die Sonne ist mehr deine Seele und die ist nicht wirklich so greifbar hier auf der Welt. Und ansonsten ist sie auch deine Außendarstellung, wie du im Außen wahrgenommen wirst. Viel wichtiger ist dein inneres Wesen, sprich der Mond, in welchem Sternzeichen er sich befindet, und dein Aszendent, der deinen Lebensweg anzeigt. Natürlich kann die Waage auch betont sein, indem zum Beispiel sehr viele Planeten in diesem Zeichen sich befinden. Also, wenn du jetzt wissen willst, ob die Waage bei dir eine sehr wichtige Rolle spielt, füll bitte unterhalb dieses Videos das Formular aus und ich teile es dir gratis mit. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!